Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play SnowRunner. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Wir sind an der Mission Entgleist 1 in North Carolina, Overo Hills. Mit dem Fam unterwegs, noch die letzten zwei Ersatzteile einmal wegbringen. Und dann müssten wir damit, zumindest wenn ich jetzt 1 und 1 zusammenzähle, Entgleist 2 freischalten. Ich habe nicht geguckt, deswegen weiß ich es nicht. Aber ich weiß, da steht es immer. Was wir eigentlich machen müssten, um die freizuschalten. So. Ich hatte ja mal mit der Geschichte bezüglich der Dachfenster angefangen und nach zwei Folgen immer mal 5 Minuten nur gefaselt, ist mir aufgefallen, das ist irgendwie doof, wenn ich das so erzähle, und es kam so mittelmäßig bei euch an, zumindest die, die sich dazu was gesagt haben, haben gesagt, wir kennen dich doch, wir waren jetzt echt gespannt, es tut mir leid, ich werde es nicht nochmal machen, das so unterbrechen. Das nächste Mal sollte das so passieren, dann werde ich es weiter erzählen. Aber irgendwie hat sich das echt strange angefühlt. Aber da danke fürs Feedback, das nehme ich gerne so auf. Also, ich fasse aber nochmal ganz, ganz, ganz kurz zusammen. Ich hoffe, ich kriege das schnell hin. Bei uns, wir haben vier Dachfenster. Bin ich falsch? Ah, verdammt, das ist auf der anderen Seite. 9! Sollen wir mal gucken, ob wir da durchfahren können? Sollen wir mal gucken, ob wir da durchfahren können? Komm, wir gucken mal, ob wir da durchfahren können. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ob das funktioniert oder nicht. Also, wir haben 4 Dachfenster. Diese 4 Dachfenster, die müssen erneuert werden, weil die sind durch. Oh, kriegen wir das jetzt echt nicht hin? Haben wir hier keine anderen Möglichkeiten? Nein. Doch, wir haben noch andere Möglichkeiten. Ja, das ist halt die Problematik, ne? Wenn man einen Knicklenker hat. So, jetzt probieren wir es nochmal. Oh, das reicht gerade nicht. Müssen wir den hier nehmen. Jetzt aber. Okay, also 4 Dachfenster, die müssen erneuert werden, sind Holzfenster. Die sind aus dem Jahr 2020. Nein, 2000, nicht 2020, Quatsch, 2000, und die sind halt einfach durch die Luftfeuchtigkeit, das Kondenswasser, das fließt immer am Fenster runter und macht dann alles kaputt, und die sind total vergammelt, die müssen neu, und da kamen ein paar Leute, habe ich mir Angebote geben lassen, und Entgleis 2, mittelgroße. Ja, okay, kannst du knicken? Das machen wir nicht jetzt. Also, da gucken wir mal. Jedem sein Holz. Müssen wir hier Holz hinbringen? Kurze Stämme. Die können wir hier abholen. Oh, warte mal, hier hatten wir doch das letzte Mal den Tiger stehen lassen, weil wir aus Versehen kurze Stämme... Oh, ich habe nur den... Das fällt mir gerade ein. Schnell wieder zurück. Ich habe aus Versehen den Motor laufen lassen.
ausschalten. Dort hatten wir den Tiger stehen lassen. Mit kurzen Stämmen. Dann machen wir das doch. Also, nehmen wir an, jedem sein Holz annehmen. Und dann gucken wir mal, was wir hier haben. Noch kurze Stämme, drei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, kurze Stämme. Sag mal, habt ihr Lack und so, ne? Zu viel getrunken? Fünfmal. Da hinten noch hin, zweites Haus, dorthin. Dreimal kurze Stämme. Ist das eine Horrorfahrt, sage ich euch jetzt schon. Aber jetzt erstmal, erstes Haus. Hier an der Stelle, das heißt, wir fahren hier komplett raus. Als geradeaus. Müssen wir nirgendwo abbiegen, als geradeaus. Und dann geht's hier lang und dann geht's hier lang. Aber das ist eine perfekte Fahrt, dass ich das erzählen kann. So. Und das war ganz, ganz angenehm. Lustige Erfahrung. Ich habe nämlich mich immer so ein bisschen auf dumm gestellt. Also, die Leute sehen das. Die kommen zu mir, fragen, na, ob ich immer selbst renoviere. Jetzt könnte man meinen, ja, die fragen das, weil es scheiße aussieht. Klar, könnte man meinen, aber in der Regel ist es nicht, weil sie, also die Gespräche fangen immer an, die sehen das und sagen, oh, das sieht aber richtig gut aus. Von wem haben sie das denn machen lassen? Und dann komme ich immer darauf, dass ich das selbst gemacht habe und dann sage, ach ja, sind sie vom Fach? Und sage ich, nee, Gott sei Dank nicht. Dann gucken mich die Leute an, warum. Ich sage, ich würde niemals Geld verdienen, weil ich viel zu lange für alles brauche. Und dann sind sie immer ein bisschen beruhigter. Und da waren halt ein paar Leute da gewesen. Da hat mich schon einer total genervt gehabt, weil ich hatte, der war echt, der war da, der hat sich die Fenster angeschaut, hat was in seinem Tablet da rumgetackert und ist dann wieder gegangen. Der war keine 5 Minuten da. Na, okay, 10 Minuten. 10 Minuten von in die Tür rein und wieder raus. Und das war, wo ich dachte, nee, also der ist es aus Prinzip nicht. Also, nur mal für die, die keine Häuser besitzen und auch keine Dachfenster neu machen müssen. So ein Dachfenster, je nachdem, kostet so 2000 ungefähr. Ne? 4 Stück. Kannst dir ausrechnen. Da bist du ungefähr so um die 10. 10 bis 12.000 insgesamt für 4 Dachfenster mit Einbau etc. pp. Bist du da schon los. Also du kannst da echt Geld lassen, wenn du bockig bist. Und wenn dann jemand sich nur 10 Minuten Zeit nimmt, irgendwie dann sag ich, nee, also das tut mir leid, aber für dich ist das vielleicht Peanuts und du baust normalerweise ganze Dachstühle neu und machst so deine Kohle, dann verstehe ich das, aber dann bleib auch dabei. Also dann, ich bin nicht dein Lückenfüller, auf den du keinen Bock hast, ja. Nur damit deine Bücher voll sind. Ich möchte jemanden, der da schon engagiert dran ist und sagt, so. Das ist jetzt ein ernstzunehmendes Projekt, das ist viel Geld, ich möchte das richtig machen und dann ist mir das wichtig. Wir haben gesagt, wir nehmen eine Förderung mit. Das ist keine KfW-Förderung, das heißt nicht, wir bekommen einen vergünstigten Kredit oder sowas, das ist manchmal eine KfW-Förderung, sondern wir bekommen eine, ich hätte auch da unten lang fahren können, ne? Sondern wir bekommen eine von der BAFA eine Förderung, sprich, wenn wir bestimmte Fenster mit einem bestimmten Energieeffizienzwert, Koeffizienzwert einbauen, bekommen wir 15% oder bis zu 15%, da bin ich mir nicht ganz sicher, von dem Gesamtpreis erstattet von der BAFA. Das kann sich also bei 10.000 Euro sind das 1.500 Euro, das kann sich schon lohnen. Jetzt war es aber so gewesen, dass wir diese Fenster, die wir uns eigentlich ausgesucht hatten, also wir hatten einen einzigen, also ja, es gibt eigentlich meiner Meinung nach nur zwei Dachfensterhersteller, die man nehmen kann. Das ist Roto und Velux.
Das sind die zwei großen Big Player. Alle kleineren, denen würde ich nicht über den Weg trauen, weil das ist halt einfach, da kann Wasser stehen und dann sind die undicht von außen. Wir hatten ja keine undichten Fenster von außen, sondern wir hatten ja das Problem, dass es innen drinne Kondenswasser das Holz angegriffen hat. Weil man halt einfach, wir haben das Haus ja erst quasi seit 2,5 Jahren, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Und das hat sich halt damals niemand drum gekümmert. Das war auch klar, als wir das Haus gekauft haben, war das schon so. Und da haben wir auch gesagt, hier, wir wollen da 10.000 Euro, müsst ihr uns Rabatt geben auf den Kaufpreis, weil Fenster sind Schrott. Und das haben wir dann auch bekommen. Und dann haben wir uns Fenster ausgesucht. Wir hatten vorher schon Velux-Fenster und da haben wir gesagt, gut, nehmen wir wieder Velux, weil gibt jetzt keinen wirklichen Grund, jetzt zu Roto zu wechseln oder sowas. Und diesmal keine Holzfenster, sondern Kunststofffenster, obwohl wir ja sonst überall im Haus Holzfenster haben. Aber bei den Dachfenstern habe ich gesagt, nee, die Chose will ich nicht nochmal. Ich möchte, dass wenn, ich sag mal, wenn sich jetzt, weil ich unachtsam war, nochmal Schimmel bildet, dann kann ich da mit irgendeinem Anti-Schimmel-Spray ran, der ätzt da alles weg und dann ist das gut, ja. Aber in den Holzporen sammeln sich halt eben diese Keime und dann kriegst du das nur ganz, ganz schwer wieder raus aus den Poren. Und aus dem Grund habe ich gesagt, Kunststofffenster. Und wir haben jetzt hier keine Einflugschneise oder keine Autobahn und unsere Nachbarschaft ist sehr moderat, ja. Da müssen jetzt auch keine, was Lautstärke anbelangt, meine ich, da müssen jetzt keine besonderen Fenster rein. Wir wollen aber elektrische Rollläden außen. Keine Sonnenjalousien, sondern von außen elektrische Rollläden. Wir sind nämlich, haben wir innen welche, solche Solarpanels, nicht Solarpanels, aber so, ich weiß nicht, Blissés, glaube ich, nennen, aber die sind wirklich lichtdicht, aber auch dort sammelt sich eben Feuchtigkeit, ne, das ist also ein bisschen doof. Und ich bin ja ein Freund von der Heimautomatisierung, ich möchte, dass die elektrisch sind und das war in dem Sinne noch so der Wunsch gewesen. Oh, hier auch echt zwei Stück, das ist brutal. Das müssen wir alles fahren. Boah. Da hat echt der Entwickler, da hat der Quest-Designer hat echt ein bisschen zu viel Lack gesoffen, Leute. Oder? Also wir fahren jetzt nochmal diese eine Tour und dann gucken wir, ob wir nochmal einen zweiten holen. Und obwohl ich ja echt kein Fan von bin, aber... Weil es gibt keinen kurzen Stammanhänger. Es gibt den nur den für die mittleren. Das ist auch so nicht nachvollziehbar, ne? Naja, anyway. Wir müssen hier eigentlich gleich mal um die Ecke und uns mal ein bisschen Sprit klauen. Weil sonst kommen wir nicht mehr weiter. So, elektrische Dachfenster. Und dann haben wir eben über die Förderung hatte ich mich informiert und habe dann gemerkt, oh, die Dachfenster, die wir haben, die würden gar nicht ausreichen oder die wir nehmen wollten, die würden nicht ausreichen von diesem Energiekoeffizienten. Ja, welche müssten wir denn nehmen? Wir brauchen eine ganz, ganz bestimmte. Und Velux hat nur einen einzigen Dachfenstertyp, der genau das repräsentiert. Und wenn das nicht entspricht, dann würden wir die Förderung nicht bekommen. Aber die sind so teuer, dass sie fast die gesamte Förderung auffuttern. Aber wir haben gesagt, naja gut, okay, erstens, wir hätten dann bessere Fenster. Und zweitens ist es ja eben nur fast. Also von denen, es sind dann, ich glaube, theoretisch 1.900 Euro oder sowas, die wir theoretisch zurückbekommen und von diesen 1.900 Euro würden das halt, ich meine 1.200 Euro oder sowas würden die mehr kosten.
Haben wir gesagt, alles klar, dann machen wir das halt so. Ihr dürft nicht vergessen, wir haben das mit dem Hauskauf, wie gesagt, haben wir das alles schon finanziell abgeriegelt, weil ich habe natürlich nicht einfach mal so aus dem Stegreif irgendwo mal 12.000 Euro rumliegen, ne? Also versteht mich da nicht falsch, wenn ich da jetzt gerade von 12.000 Euro rede. Ja gut, dann machen wir das so. Das war halt irgendwie grob eingeplant und das war immer präsent, dass wir dort diese Ausgaben haben werden. So wie wenn du ein Auto kaufst, wo du dann auch sagst, naja, darauf spare ich oder damit rechne ich, irgendwann brauche ich ein neues Auto, also wird mich das irgendwann halt einfach Kohle kosten. Ich habe mich sogar, kleiner Seitenhieb, ich habe mich sogar damals geärgert, dass ich nicht bei der Bank mehr, ich habe gesagt, bei der Bank 10.000 Euro. Also als wir den Kredit bekommen haben, haben wir gesagt, okay, nochmal 10.000 Euro on top für die Dachfenster. Ich hätte gleich 20 sagen sollen. Es wäre viel einfacher gewesen, weil zu dem Zeitpunkt, als wir den Kredit bekommen haben, waren die Zinsen unterirdisch. Also die waren wirklich unterirdisch. Wir zahlen fast keine Zinsen. Das tiefste Zinssatz, den es seit Jahrzehnten gegeben hat, genau in dem Monat, wo wir unseren Kredit geholt haben, haben wir genau das bekommen. Also, aber gut, okay. Weißt du immer nur dann, wenn du merkst, dass du einen Fehler gemacht hast. Ist aber auch nicht so schlimm. Muss ich einmal weniger Blattgold essen. Ne? Versteht ihr? So, und jetzt ist das so, dass ich, jetzt haltet euch fest, das ist so eine Geldmachmaschine. Damit ich diese Förderung bekomme, abgesehen von der Hardware, die diese Förderung benötigt, muss, und das ist krass, muss ich einen Energieberater beauftragen. Das darf nicht der Handwerker sein, ja, sondern, und das ist wirklich, wirklich krass. Dieser Energieberater, Velux empfiehlt einen solchen Energieberater. Und zwar, nee, ich sag's nicht. Eine bestimmte Firma. Und die haben wir dann auch kontaktiert. Velux profitiert nicht davon. Das ist explizit verboten. Die dürfen nicht irgendwie Provision kassieren oder sowas. Das ist nicht erlaubt. Aber Velux will halt, dass es. Jetzt muss man kurz gucken. Hier. Velux will ja, dass die Leute die Dachfenster bei denen kaufen und möglichst viel Umsatz machen. Deswegen machen sie es einem möglichst einfach, so eine Förderung zu bekommen von der BAFA. Und wie gesagt, die BAFA fordert eine. Einen Energieberater. Den Energieberater, den muss ich bezahlen. Der Energieberater kostet roundabout ein Tausender. Jetzt erwartet aber nicht zu viel. Da kommt niemand hierher. Da guckt sich niemand hier irgendetwas an. Dem Energieberater schicke ich 5 Fotos und was der macht, ist quasi für mich ein paar Formulare ausfüllen. Und die ganzen Anträge etc. für mich abwickeln. Es gibt auch eine kleinere, günstigere Variante. Dann beauftrage ich den Energieberater ausschließlich, mir einen gewissen Zettel auszuhändigen. Und dann kostet das nur noch 300 Euro. Aber ich muss dann trotzdem alle Anträge selber stellen. Jetzt ist es aber so, das ist so lustig. Ich kann den Energieberater ungefähr zur Hälfte ebenfalls von der BAFA mir fördern lassen. Also, sprich, anstelle von, es waren nicht 1.000 Euro, aber ich meine irgendwie knapp 900 Euro. Also sagen wir mal roundabout 500 Euro. Weil es einfacher ist, wenn man mittelgroße Stämme, kurze Stämme. So. Kann ich mir auch wieder fördern lassen, sodass ich in dem Sinne nur 400 Euro bezahle und dann sind plötzlich, ne, wir haben ja gesagt, 1.900 Euro würd ich bekommen. Die besseren Fenster verschlucken
roundabout die Hälfte, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Dann nochmal ein knappes Viertel kommt nochmal der Energieberater dazu. Also sprich, haben wir einen Gewinn, wenn man Gewinn sprechen kann, haben wir eine Ersparnis im Gegensatz zu, wenn wir es nicht mit der Förderung machen würden, von rund 400 bis 500 Euro. Und dann haben wir halt eben gesagt, na gut, okay, das machen wir. Das ist jetzt nicht die Welt im Sinne für Renovieren und Dachfenster 500 Euro. Aber hey, dann ist das einfach nochmal ein Rabatt und den nehmen wir jetzt quasi einfach mit. Der Gedanke damals war, ich habe ja eigentlich keine Arbeit, weil das macht alles der Energieberater. Pustekuchen, es war ganz schön nervig, weil insbesondere, wir haben das im letzten Jahr, sind wir das angegangen, im Dezember. Und zum Jahreswechsel gab es Gesetzesänderungen. Und dann wurde es echt wild. Dann hat die, jede Woche haben die angerufen, ja, sie brauchen nochmal die Unterlage und nochmal hier das Schreiben. Und dann muss der Handwerker nochmal schriftlich bestätigen, dass er X und Y machen wird. Und auf dem Angebot, welches ich noch nicht unterschreiben darf und noch nicht zu, also ich darf noch nicht, ich durfte zu dem Zeitpunkt, bevor ich den Antrag gestellt habe an die BAFA, beziehungsweise der Energieberater, das für mich gemacht hat, durfte ich noch nicht den Handwerker beauftragen. Also ich habe echt jede Woche mit dem Energieberater und mit dem Handwerker mindestens zweimal telefoniert und das für ungefähr einen Monat, bis wir alle Unterlagen und alles zusammen haben. Am Ende, gut, ich musste natürlich auch nochmal irgendwelche Formulare ausfüllen, die man mir gegeben hat. Ja, ich hätte jetzt wohl vielleicht nochmal irgendwo 200, 300 Euro sparen können, wenn ich irgendwas selber gemacht hätte, aber ich hatte da echt keinen Bock drauf. Ich bin da oftmals so, was der Bauer nicht kennt, ne, das frisst er nicht und hatte da jetzt keine Lust, mich irgendwie in Teufelsküche zu kommen, weil ich hier irgendwas falsch mache, ne? Das sagt dir ja keiner, dass du den Handwerker nicht beauftragen darfst. Außer der Energieberater. Der Handwerker wusste das nicht. Der Handwerker sagte auch gleich von Anfang an, wissen Sie, ich habe davon keine Ahnung, wie man irgendwelche Anträge stellt, das müssen Sie alle selber wissen. War mir auch klar, war jetzt auch gar nicht meine Erwartung gewesen, dass der Handwerker das wissen würde. Und er sagte auch, mit Dachfenstern haben die sonst nicht diese Förderung, haben die sonst nicht so. Ja, die haben irgendwie andere Förderungen mit Dämmung, die machen nämlich auch Hausdämmungen, Fassadendämmungen, so heißt das. Da würden sie sich ein bisschen auskennen, aber ansonsten genau. Und ist eine lokale Firma. Und dann war ich ganz froh, dass wir da eigentlich einen ganz guten Partner bekommen haben, der das alles mitgemacht hat. Und da war ich echt froh. Also, ich kann euch leider den Namen, wie gesagt, nicht sagen, weil ich natürlich nicht möchte, dass ihr wisst, wo ich wohne. Aber an und für sich kann ich den sehr empfehlen. Nur den Energieberater, ja, weiß ich nicht. Also, das wusste. Wir waren im Dezember, Ende Dezember, gerade um nach Weihnachten, waren wir an dem Punkt, wo wir gesagt haben, so, jetzt hier kann losgehen, kannst einen Antrag stellen. Ja, jetzt ist er in Betriebsurlaub. Alles klar, okay, nach dem im Januar, 1. Januarwoche oder nach der 1. Januarwoche, glaube ich, so war es, ist er wieder da. So, und dann schreibt er, ja, er hat jetzt sich nochmal das angeguckt, es gibt jetzt neue Gesetzgebung, dann brauche ich hier dieses Formular nochmal. Okay, das Formular hingeschickt, wieder, also ausgefüllt, wieder zu ihm per E-Mail geschickt, 3 Tage nichts gehört, dann kommt wieder, ach ja, es gibt ja noch ein anderes Formular, das muss auch noch ausgefüllt werden und das ging echt fast einen Monat lang so hin und her, wo ich dann irgendwie nach dem 5. Mal auch wirklich gesagt habe, so, jetzt haben wir jetzt alles? Können wir jetzt loslegen? Weil ich erwarte eigentlich von Ihnen, dass Sie mir das vorher sagen.
auch wenn es eine neue Gesetzregelung ist, verstehe ich, aber dann müssen sie sich komplett mal damit auseinandersetzen und zwar vorher. Nicht erst dann, wenn es dann zur Sache kommt, weil das hat alles nochmal richtig nach hinten verschoben. Der Handwerker hat mich dann im Januar, Ende Januar angerufen, gefragt, ja, wie sieht's denn jetzt aus? Können wir mal einen Termin machen? Wann wir das einbauen? Habe ich gesagt, nee, können wir nicht. Erst wenn der Antrag bestätigt ist von der BAFA. Das kann 6 bis 12 Wochen dauern. Nach 7 Wochen, ich überspringe jetzt ein bisschen, nach 7 Wochen kam dann die BAFA und hat gesagt, yo, hier, alles ready, könnt ihr machen. Und jetzt warte ich auf einen Termin vom Handwerker, weil der natürlich jetzt auch andere Termine angeht, ne? Also es ist ein bisschen nervig. Morgen wollte ich den nochmal anschreiben, dass ich, was da jetzt Sache ist. Ja, also das war jetzt ganz grob die Geschichte zu den Dachfenstern. Sie sind noch nicht eingebaut, aber die müssen jetzt mal rein. Ich hoffe natürlich, dass alles unterm Strich dann eine gute Entscheidung war und keine Fehlentscheidung wir getroffen haben mit der Auswahl des Handwerkers, wenn der das nicht fachlich macht. Das kann ich nicht wirklich überprüfen, wo der da die Dämmung oder sonst irgendetwas macht. Genau. Also, meine lieben Freunde, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Und bis dahin.